Ja, und damit dazu bekommen wir zu einem neuen Abenteuer hier in Train Driver 2. Heute gibt es keine offizielle Vorstellung von der Szenerie, sondern heute werden wir ein bisschen Fahrdienstleitern, aber in der Szenerie, die ich euch so grundsätzlich noch nicht gezeigt habe. Aber es ist jetzt keine neue Szenerie. Wir sind in Viebo. Das ist ein komplett mechanischer Bahnhof, wie ihr hier seht. Und das Spezielle an dem Bahnhof ist, dass die Trainer den Bahnhof gerne nehmen. Der Bahnhof an sich ist komplett fiktiv. Und der Bahnhof hat so ziemlich alles, was in einem mechanischen Stellwerk in TD2 so vorkommen kann. Inklusive gewissen Fahrmanövern, die auch einen Befehl benötigen. Deswegen ist es hier auch das Trainerstellwerk. Okay, wie sieht es denn aus? Was haben wir denn hier? Wir haben zwei Stellwerke. Das wäre Nummer 1, das ist VJ. Das ist, wenn wir jetzt hier auf die Karte hier schauen, auf der rechten Seite. Und dann haben wir noch VJ1 hier auf der linken Seite. Von den Anschlüssen her haben wir links BR für Brenno und auf der rechten Seite MO für Mochi. Ja, wir haben hier zwei Bahnsteige. Wir können nicht in jedem Gleis in beide Richtungen fahren. Das in beide Richtungen geht es von Gleis 6 und von Gleis 4 und von Gleis 3. Gleis 1, man sieht es auch hier an den Pfeilen, können Züge zumindest normalerweise nur in die Richtung rausfahren. Das gleiche gilt auch für Gleis 2. Also ihr könnt da so keinen Zug reinschicken. Also können schon, aber solltet ihr nicht tun. Dann haben wir Rangiersignale hier bei Signal K und bei J sowie bei F und E. Und hier unten, das hier unten ist ein Handweichenbereich und da unten ebenfalls. Und dann haben wir hier noch die Gemeinheit. Wir haben auch einen WK1 hier. Stand vor dem Video geht es um einen Bug, wo sich der nicht nutzen lässt. Da muss man aufpassen. Und die nächste Gemeinheit ist, beziehungsweise Besonderheit übrigens, TZ1 gibt es hier. Ultra selten. Ich glaube, ich kenne nur Viebo, was das TZ1 hat. Und wir haben unterschiedliche Spawns. Heute aktiv lasse ich mal TOW2 und TOW1 und der Passenger. Passenger Spawn, der ist hier oben auf diesem Gleis hier. Und TM2 TOW, das ist hier bei Signal F, Gleis 6. Und TZ1, das ist dieses Gleis da hinten. Und wenn hier rausrangiert werden soll, dann geht die Weiche per Standard hier noch unten in diesen WK1 rein. Und eben, den können wir momentan nicht nutzen, weil wir sehen es auch hier, die Gradausstellung ist dann quasi negativ. Das ist ein bisschen eine Gemeinheit da. Auf das muss man ja achten. Generell achten, wohin die Weichen hier gehen. Aber es ist jetzt nicht die schwierigste Station. Was auch ein bisschen ein Brainfuck sein kann, ist, wenn man da einen Zug rausschickt, dann hat man das Gefühl am Anfang, der fährt auf dem Gegengleis, obwohl er dann hier dann nach unten fährt. Und das Weichenpaar hier sieht man nicht. Kann ich das mal zeigen? Wenn man hier mal rausschaut, da ist das erste Weichenpaar und das zweite ist da gerade da hinten. Aber eben, das sieht man hier nicht. Der TZ1 Bahn, das ist das Gleis da. Das Signal an sich ist das da vorne. Da haben wir die zwei Abstellungen. Und da hinten der Handweichenbereich. So, ihr hört es gerade im Hintergrund, ist SWD am Abgehen. Ich schaue mal kurz, ob ich auf irgendwas reagieren muss. Nö. Aber wir haben einen Zug für 17.40 Uhr. Es ist jetzt 16.58 Uhr, haben wir noch mehr als genug Zeit. Wir werden dann später noch die Spawns öffnen. Bahnübergänge habe ich jetzt erstmal aufgemacht. Das übrigens hier der TZ1. Und das ist hier ein Spawn. Da können Elektroloks spawnen, das sind die ganze Güterzüge. Die Oberleitung hört nämlich hier hinten auf. Und gemäß der Beschreibung ist das ein ehemaliger Militäranschluss. Das Gleis geht auch ein ganzes Stück noch ein bisschen nach hinten. Wir gehen mal ein bisschen in die Richtung rein, damit ich euch das mal gezeigt habe. Dum, dum, dum. Oh, Hauptstraße da oben. 5 Jahre später. Da ist dieser Übergang hier, der ins Nix reingeht. Ja, so Wanderwegübergang. Aber ganz da hinten ist ein Prellbock. Hinter dem Prellbock geht das Gleis noch so ein bisschen weiter, aber nur so 20 Meter da um die Ecke und dann hört es auch da auf.
Ansonsten kommt dann hier der magische Wald. Hinter den schauen wir mal ganz kurz. Nichts versteckt hier. Gut, gehen wir mal in das Stellwerk VJ1. Das ist die andere Seite hier. Da haben wir alles im Blick. Eben da der Badeübergang, da hinten ist das Einfahrsignal. So, und kommen da im Blick auf unseren Bahnhof. Also überschaubar. Also hier auch die Hebelbank. Überschaubar, beziehungsweise wir haben diese Kollegen hier, die sind leider ein bisschen doof zum Bedienen. Weil man kann jetzt hier nicht einfach so runterziehen, sondern man klickt hier einmal mit der Maustaste so drauf. Und um die jetzt zum Beispiel in die Negativlage bringen zu können, müssen wir hier unten erstmal auf Negativ klicken. Und sorry für den Ton, der kann nervig sein. Und jetzt, um die auf Negativ da quasi zu verriegeln, muss ich auf Numpad für Minus die Minustaste gedrückt halten und drück drauf. Und jetzt sind die auf Negativ verriegelt. So, für die andere Seite geht es dann genau umgekehrt. Gebe da mit der linken Maustaste auf 0, stelle die auf Plus. Drücke jetzt die Plus-Taste, oder also gedrückt halten und wieder nach oben. Noch viel gemeiner wird es, wenn die Dinger eine Störung haben, beziehungsweise wenn die aufgefahren werden. Denn dann braucht es einen Techniker und dann gibt es einen Chatbefehl. Aber ich hoffe, das kommt heute noch nicht. Ich hatte den Fall auch noch nie. Ich achte sehr darauf, dass bei den Weichen nichts passiert. Dies wird sonst ein bisschen nervig. Aber für alle Fälle, wenn ich dran denke, das Handbuch zu der Bedienung im Störungsfall von den Dingern werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten, ja, unsere Fahrstraßen. Wir haben hier noch das SZ1N. Das haben wir hier. Für Gegengleiseinfahrt. Das haben wir auch auf der anderen Seite. Hier. Und ja, wenn man hier auf Gegengleis rausfahren will, dann gibt es halt Befehl. Schauen wir mal, dass das auch nicht vorkommt, aber weiß man ja nie bei TD2. Ansonsten, was gibt es noch, was wichtiger ist? Wir können uns den Bahnhof mal an sich schnell anschauen, beziehungsweise VJ1, hier die Hebelbank, ist ein bisschen größer, aber auch überschaubar. Da ist übrigens die TZ1-Steuerung und für den WK1, das wäre der hier, der tut nichts. Wir gehen mal kurz runter. Also gemeldet ist es schon. So. Der ist immer noch geschlossen und scharf. Das durfte ich in vorherigen Sessions . Das muss eine ganz neue magnetische Technik sein, dass das rumschwebt. Jedenfalls, in vorherigen Sessions haben wir das schon ausprobiert. Teils unbewusst. Da ein Gleisband. Also da drauf achten. Und eben die eine Weiche hier. Wo ist sie denn? Das müsste die da sein. Ist standardmäßig abzweigen. Ah ja, und dass die Zungen hier nicht ganz rangehen, das ist auch bekannt. Ich hoffe, das wird auch demnächst behoben. Also wenn ihr das in der Zukunft anschaut, dann kann es sein, dass es schon längst behoben ist. Aber die grundsätzliche Bedienung von dem Stellwerk wird gleich bleiben. Also, schauen wir uns mal den Bahnhof an. Und ich möchte jetzt schon mal Entschuldigung sagen für meine Stimme, falls die ein bisschen doof klingen sollte. Oder ich ein bisschen heiser klingen, bin noch nicht so auf dem Damm hier oben. Und man muss auch keine Angst haben, dass die Züge hier zu schnell reinkommen. Man sollte auf beiden Seiten langsam fahrstellen. Also man hat hier genug Zeit für seine Fahrstraßen. Oh, alter Wasserturm hier. Immer wieder schön. Keine Ahnung, was das für ein Gebäude sein soll. Oder darstellen soll. Hier der Bahnhof. Da sind zwei Bahnsteigen hier. Bei den Dingern kann man nicht mehr drunter reinlaufen. Die müssen höher gemacht werden. Ja, es ist überschaubar. Ich glaube, davon machen wir kurz ein Foto. So. Von den Leuten her, ja. Der übliche Wahnsinn. Sogar mit einer kleinen Kirche hier drin. Der obligatorische Fuß, den kennen wir ja schon. Ah,
Wir haben hier übrigens noch eine Gleiswaage. Die finde ich noch ganz witzig. Hier unten im Handweichenbereich sind die zwei Gleise da. Die so ein bisschen im Erwachsenen sind, gibt es hier unten eine ehemalige Gleiswaage. Das ist hier für so eine Ladestation. Aber ihr seht, die wurde schon länger nicht mehr benutzt. Aber wer will, kann es so tun, als ob. Ein bisschen rumrangieren. Warum auch nicht? Ne? Auch wenn das Rangieren in einem mechanischen Stellwerk ein bisschen anstrengend ist. Beziehungsweise der Fahrdienstleiter muss da gut mitdenken hier. Dass hier das alles schön auf die richtigen Gleise rausgeht. Okay, so viel mal zu dem. Fahrplantechnisch schaut es momentan so aus. 1740 haben wir den MPE von MO nach BR. Der hält hier auch, was haben wir denn hier? Die EP09, alles klar. Und ein RPJ. Der wird hier enden, eine IN71. Gut. Also, mehr als genug Zeit. Wenn was Spannendes passiert, komme ich wieder rein. Ich werde jetzt dann die Spawns aufmachen. Also, dann werden wir dann die entsprechende Fahrplan machen. Und ansonsten gibt es mal einen Cut, bis hier spannend wird. Also, bis gleich. Ciao. Södre, es ist was passiert. Unser lieber Yoshi ist vorbeigekommen. Mit einem Güterzug. So, dann können wir gerade den Spawn wieder zumachen. Interessanterweise wird er nicht als belegt angezeigt. So, SWDR will was von uns. Ne, will es doch nicht von uns. Wir werden mal kurz reingucken. Beziehungsweise erstmal. Moin sehen. So, hab Fris. Schauen wir doch mal vorbei. Ah, ganz klassisch kalt gestartet. Auch wenn wir sie schon aktiv hören, obwohl sie noch gar nicht an ist. Ah, da hinten ist er. Da kommt das Saft. Nice. Alles Tankwagen. Du willst aber nicht ein TBR fahren, oder? Freude unter den Leuten. Ach ja, so ein kleiner Tipp nebenbei. Lasst euch nicht von anderen Leuten ankuppeln. Da gibt es auch momentan zum Stand von dem Video und dem Bug, dass es zwar für die dann angekuppelt aussieht, du dann aber wegfährst und du nicht angekuppelt bist. Also grundsätzlich tut es immer selber kuppeln. Es ist immer besser. So. Kein Stress. Schaut so neu aus mit der Lackierung. Und so sauber. Naja. Teilweise sauber. Und es ist eigentlich ganz gut, dass er hier steht. Mal, wenn wir dann seine Ausfahrt machen in die Richtung, müssen wir da hinten mal ein paar Hebel ziehen. Und dann kriegen wir alles hin. Und falls ihr nicht wisst, wie man hier einen Kaltstart macht von seiner EU, auch dafür gibt es ein Video auf meinem Kanal unter Tutorials. Ist gar nicht mal so schwer. An der Stelle fällt mir ein, ich sollte auch mal ein Tutorial machen zu der EP09. Da habe ich jetzt schon ein paar Leute gehabt, die es geschafft haben, sich die EP09 abzuschießen und dann nicht mehr wussten, wie man die wieder zum Fahren kriegt. Aber müsst ihr mal neu rein. Meine Bremse ist verbuggt. Ja. Gut, dann werden wir den Spawn hier nochmal aufmachen und nicht auf das Gleis gehen. Ja, DD2 halt. So, uhrzeittechnisch ist es 17.18 Uhr. Der nächste Zug kommt um 17.40 Uhr. Da war schon 4 Minuten Verspätung. Wir werden aber trotzdem gerade hier reinschicken, weil der nächste Zug von der Richtung kommt erst um 18.42 Uhr, stand jetzt. Wird sich garantiert noch ändern, aber der kann dann hier erstmal stehen bleiben auf dem Gleis, ohne dass er hier uns irgendwie im Weg umgeht. Da, das ist schon wieder.
Gut. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal in unser Häuschen rein. So, warten, bis der Yoshi fertig ist mit dem Ankuppeln. Und dann machen wir einen Fahrplan und schicken ihn dann schnellstmöglich raus. Also, bis gleich. Sitterle, mittlerweile ist er dran, dürfte nicht mehr allzu lang dauern und es gibt ein Update. Wir haben einen neuen Zug bekommen. Und zwar der Novo kommt mit dem TBR rein, weil wir gerade davon geredet haben. Vor der Zeit von BR kommt sonst nichts. Ja, kann kommen. Wunderbar. So, hätten wir das. So, Yoshi macht sich auch bereit. Dann können wir eigentlich schon mal ins andere Stellwerk gehen. TBR. Darf hier nicht hin. Der kommt dann auf dieses Gleis hier. Das wird nicht lange dauern, bis dann klingelt. Das wäre dann Gleis 4 von Signal D. Nee, P. Entschuldigung. Mal P. Auf Gleis 4. Das wäre THW Farmax. THW Farmax 100 UN12223. Ja, alles klar. Und da klingelt's. So, Tagewitze einmal annehmen. So, und ich habe gesagt, ich will auf maximal 30 bis 60 Minuten. Okay. Gleis 4. P auf Gleis 4. 24 CD und RG2. 24 CD. RG2. Moment. Habe ich jetzt was falsch geschaut? 24 CD, RG2, ja. Aber, achso, warte mal. Falsch. Entschuldigung. So, auf Gleis 4. So, und dann kommt hier die Einfahrt. Kurz mal kontrollieren. Und den Bahnübergang nicht vergessen. Sehr gut. So, dann gehen wir mal hier zurück. Und machen mal den Fahrplan für Yoshi. 30 bis 60 Minuten Fahrplan. Yoshi ist ein Torobi. Fährt 100. Ist TBR. Wiejewo fährt nach MO raus und dann mal gucken. Mal schicken wir ihn mal durch. Tarkovic zum Beispiel. Ah, 1729. Und dann könnte man noch sagen, wo lassen wir ihn rein? Von Alexander Kriaski vielleicht. So, nee, das ist doof. Machen wir vielleicht Ulla. Was ist, wenn wir das so machen? Ne, das ist scheiße. Wola ist generell blöd, so wie es jetzt aussieht. Tarkovice, machen wir das mal so. 1743. Zibisi vielleicht. Muss er da PM machen? BOKW ist also doof. Tarkovice machen wir NEKW. Vielleicht das hier. Ja, das ist schon besser. Und Otoboko. Nee. Vielleicht, doch, jetzt vielleicht wohler. Was ist, wenn wir es umdrehen? 1810, das ist besser. Lisco. Hm, da brauchen wir noch was dazwischen. Das wenn wir da als AK da reinmachen. 10 Minuten. 17.30 bis 18.30, 41. Machen wir das mal so. Eventuell muss er den PT nicht machen. Okay. Und Novo kommt mit minus 12. So. Aus der Sü. Jetzt müssen wir noch die UN-Nummer eintragen. Das wäre
UN 1, 2, 2, 3. So. Machen wir bei allen Stationen hier mal. Also bei allen Hauptstationen, dass die Bescheid wissen. Und habt ihr das gesehen, wie man Gefahrgutzug macht? So. Das wäre es. Und jetzt fangen wir mal ob. Na, bis jetzt 31. Wir können ihn eigentlich schon mal vorbereiten. Er steht bei TM2. Das Signal F. Und muss nach MO raus. F. Wir brauchen 6, 8 und 9. So, 6. 8. Und da beide. Dann glaube ich, war es 9CD. Oder? 9CD und RG1. Und den machen wir wieder rauf. RG1, das ist der hier. So, F. Und dann schickt man ihn dann gerade schon mal los. Tarkovice NI muss er. So, rechts, Tarkovice NE. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Tarkovice NE. Mal verbinden. Und es ist besetzt. Na dann. Werden wir da leider warten müssen. Ja. Okay, dann bleiben wir hier mal im Chat. Da kommt ja dann entsprechend die Benachrichtigung, wenn frei ist. Und dann kann er losfahren. Aber vorbereitet wäre es schon mal. Die haben sich doch bestimmt abgesprochen. Zweimal TBR. Oh, Tarkovice NI ist kurz frei geworden. So. Also nochmal. Tarkovice NE. Verbinden. Hallo sagen. Perfekt. Einmal so, Signal F. Ah, oh, wie ich das liebe. Und es ist offen. Na. Und fährt. Okay, wir tun uns mal die Nummer rauskopieren. Tun abstempeln. Minus 2. Im Tarkovice Bescheid. Ist abgefahren. Minus 2. So, ganz wichtig, Signal wieder zurücknehmen. Tut es halt nicht mehr von alleine. Und wünsche ich mal eine gute Fahrt. Oh fuck. Ich hab was vergessen, ich hab was vergessen. Ui, 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 ui. Böse. Ja. Das sollte man zuerst prüfen, bevor man Signal aufmacht. Naja. Gott sei Dank ist hier so viel Verkehr. Zedre. Signal zu. Es sieht schon geil aus, wenn ein Güterzug da immer mal so quer drüber fährt. Das ist doch nett. Ja, ein bisschen weiter dahinter, glaube ich, ist eine Langsamfahrstelle mit 40 oder 20. Ich glaube, 40 ist es. Und hier oben steht übrigens in Polnisch auch nochmal, dass das hier das Trainerstellwerk ist. So, schauen wir uns mal den Zugschluss dann gleich an. So, da haben wir einen. Wir sind verrostet, aber da ist er.
Gut. Wer dann für uns erledigt, können wir hier wieder aufmachen. Hoffnung, dass ich es dann nicht wieder vergesse zuzumachen. Und gehen in das andere Stellwerk. Wo ja auch soweit alles bereit ist. Angegangen habe ich zu. Perfekt. SWDR. Das ist nicht interessant für mich. Muss der Novozug hin? Offline. Der Zug ist auch weg. Was ist mit Novo passiert da? Ach, da ist er. Sehr nice. Okay. Hat's Ratsch gemacht. Also wir können wieder den hier machen. Und hier alles wieder zurücknehmen. Ich bin so ein Fan von Aufräumen. Sehr gut. Ach ja, das ist Klackern. Und hier kriege ich das nicht mehr weg. Ich werde den mal kurz neu laden hier. Das passiert ab und zu, dass dann die Beschriftung hier nicht mehr weggeht. Naio. Geht Schlimmeres. Wir könnten uns eigentlich unten hinstellen. Man hört ihn schon. Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier hin. Wir haben ja Zeit. Ja, wobei, das sieht man nicht so gut, ne? Ah, hier geht's mit einer Steigung rauf. Wenn ich das jetzt so richtig deute von dem Zoom her. Da ist er. Gefahrengut Zug Nummer 2. Bin gerade mal gespannt, was er hinten drauf hat. Ich habe jetzt den Fahrplan gar nicht nachgesehen. SWDR, was ist los? Zügig, zügig. Okay. Trifft uns nicht. Noch nicht. Warum so langsam? Damit ich schon mal gefragt habe. Ah, sehr gut. Einen neuen Fahrplan. Ach ja, unser Wechselblinken. Machen wir Tanga hier. Gehen wir mal rein in die Bude. Sehr gut. Oh, Signal können wir wieder zurücknehmen. Ach, Militär auch noch. So, guck mal. Gut, dann Fahrplan. Logo.
angekommen mit minus 14. Und dann können wir auch hier wieder aufräumen. Ratsch gemacht. Einmal Retto hier. Sehr gut. Hier ist offen. Nicht vergessen. Hinten habe ich jetzt noch... Ach, wisst was? Lass jetzt einfach zu. Ich weiß ganz genau, dass ich es dann wieder vergessen werde. Okay, der nächste Zug wäre dann um 18.08 Uhr ein Express, der durchfährt. Also in 20 Minuten. Es ist schon eine schöne Lackierung. Ich bin einmal mit der Lackierung unterwegs gewesen. Der Güte. Aber ich gehe mal davon aus, er wird als TWR wieder weiterfahren wollen. Es gibt doch nichts Schöneres als Lokführer, wenn du in eine Station reinkommst und man sieht die ganzen Semaphor-Signale so. Jimmy VMAX 100, IONO7 UN 1017. Alles klar. So, dann gehen wir sicherheitshalber mal kurz in unsere Hütte rein. Ist auch ein bisschen ruhiger. UN 1017. Einmal so. Also, neuer Fahrplan. Beziehungsweise, ich werde das mal mit einem automatischen beginnen. Tobarobi, TWR, 100. Fahren bei MO raus. Einmal generieren. Nö, das ist doof. Das ist alles doof. Mal bitte neu. Oh. Das ist gar nicht mal so doof. Okay, mal editen. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was dazwischen, zum Beispiel mit Simlise. So. Was hat er jetzt? Simlise. Macht es von der Zeit her nicht mehr. Was sieht man Zwick? Da davor noch. Ah. Termin, können wir auch noch davor klatschen. 20.53. Was haben wir da noch? Thomas Co. Ah, das war aber wieder eingleisig. Tomislo. Was ist noch davor? 21 Uhr. Ja, das machen wir. Okay, dann müssen wir hier die UN-Nummer eingeben. Das war UN 1017. Oder eine Stunde? 18.44. Oh, scheiße. Der ist einmal weggegangen. Ganz übersehen. Also nochmal Tobarobi, Elektrowatts 100. Auf MU. Komm, das kriegen wir doch hin. Mensch, hat so gut ausgesehen. 17.45. Das ist schon besser. 17.45. Da machen wir das gleiche Spiel nochmal. Also zum Beispiel da Ola davor. 5 Minuten, Chermin, quatsch mal auch mal davor. Trubzuniek. Ist schon gelöscht.
Bjana, so dicker, Drobzonek, also das ist noch falsch. Jeremy müssen wir, glaube ich, mal kurz verschieben. Oder wir schieben es mal vor. Nee, das ist doof. Jeremy ist doof da gerade. Jeremy, 13 Minuten. Gehen wir davon aus, muss das nicht unbedingt machen. Pesücne machen wir auch mal mit rein. Jetzt findet er wieder Wola doof. Und machen wir Wola weg. Jeremy in 33 Minuten, sag mal. Optionär 15 Minuten. Gehen wir mal weiter. Jetzt erst Clash Go. Ja. Könnte man eigentlich da unten ein PM machen lassen. Und war da weiter nach Lisco. Und so. 21:13 Uhr. Abfahrt um 17:47 Uhr. Was will er jetzt nicht? Lisco. Ach komm, irgendwas muss doch noch reingehen. 21 Uhr. Nee, geht grad nicht. Machen wir es mal so. Will jemand was? Nee. Novo Ripo, so. Lusco. Was war das jetzt für die UN-Nummer? Mal nachschauen. 1017. UN 1017. Einmal rauf. Niki. Okay, erst um 18.30 Uhr abfahren. Gut. Dann habe ich den Fahrplan jetzt umsonst gemacht. So, 18.08 Uhr, nächster Fahrplan 18.44 Uhr, der hier wieder endet. Und so kann ein Express, der bei uns endet, was für eine Ehre. Gut, wir könnten dann später noch einen Fahrplan basteln mit Abfahrt 18.30 Uhr. Wobei, macht das Sinn, wenn ich das jetzt schon mache? Ja. Gut. Passt. Ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Cut für euch, bis wieder was los ist. Also um 18.08 Uhr sollte ein Express kommen. Währenddessen, glaube ich, bastel oder versuche ich mal einen Fahrplan zu basteln, der erst um 18.30 Uhr hier losgeht. Und aber bald, na, das ist doof. Ich warte, bis er effektiv wieder da ist, weil wenn ich dann für 18.30 Uhr einen Fahrplan mache und er kommt später, ist er irgendwie doof. Also warte ich. So mein Plan erstmal. Also, bis gleich. So Leute, es klingelt. Wir schauen mal, wer das ist. Das ist Tarkovice NE. Warum kommt er jetzt schon auf BR? Warum wird er nicht geklingelt? Sag mal. Gut, ich weiß, wer jetzt drin ist. Und von wer kommt nur er? Lass mal den Nero einfahren. Ausnahmsweise. Ach, und Belcher kommt jetzt auch daher. Aber normalerweise, Tarkovice, du musst da fragen, ne? So, Belcher ist der Express. MO nach BR, ohne Halt. Gut, MO. Ist von da kommt er auf Gleis 1 von Signal A auf die 1 RG 1 und 3 1 und die 3. So, das wird das aber so und die Einfahrt gehen wir schon mal. Dann muss er hier nicht bremsen. So, der Kollege aus Tarkovice. Unser Gleis 4 ist belegt. Das ist der andere Güterzug, der Nero. Fährt eins weiter runter. Auf Gleis 6. Von P aus. P
Geh auf die 6. 23, 24 und die 2. 24 CD. 24 CD. 23. Und was noch? RG2. RG2, RG2. Da. Okay. Einmal P2. Für die Einfahrt mit 40. Jetzt nochmal gerade doppelt kontrollieren. Aber das sieht sehr gut aus. Gut. Und dann wäre ich hier erstmal voll. Ja. Die ganzen Züge enden hier bei mir. Schaut euch das mal an. Er endet. Ich glaube, ich muss die Zeit ein bisschen später einstellen. Ich glaube, ich habe auf 19 Uhr eingestellt. Wo bin ich? Ja, ich glaube, ich werde doch nochmal extenden. Ja, so viele TMEs habe ich noch nie in einer Station gehabt. Wir können hier schon mal die Ausfahrt vorbereiten für den Express. Das wäre von M nach BR. Wird es nicht sehr viel brauchen. Gar nichts. Gut. Und fragen den Streckenblock an, sobald der Express da ist. Da haben wir wirklich massig an Zeit. Verspätung eine Minute. Ja. So, Darkovice. Er ist noch nicht mal losgefahren. Nein. Gut, dann beginnt erstmal das Wartespiel. Ich will sagen, es gibt noch mal einen kleinen Cut, bis einer von den beiden Zügen da ist. Bis gleich. So, da haben wir den ersten da. Machen wir gerade mal Hallo. So, 3510 muss nach Tomislo ZS. Gemäß Fahrplan. Einfahrt hat er ja, oder? Ja, hat er. So. Bleiben wir mal hier drin. Tomislo ZS auf B. Tomislo. ZS. Einmal verbinden. Oh, es funktioniert. Und einmal klingeln. Na komm, bitte annehmen. Angenommen. Sehr gut. Dann hatte ich. War das M? M war das, ja. Okay. So, Gruppe M. M Ausfahrt. Mal kontrollieren. Das sieht gut aus. Perfekt. So, richtiges Stellwerk. Und jemand, der die Pfeifsignale auch beachtet. Immer wieder schön. Auch nicht so viele. Das ist jetzt ein bisschen dezent laut. Na gut, andererseits, wir können auch einfach raus. Wir können raus und hören es trotzdem. dann stellen wir uns. Stellen wir uns auf die andere Seite. Ja, wobei, da sieht man die Kurveneinfahrt nicht so gut. So, der andere Güterzug, der ist auch schon über das Ausfuhrsignal drüber. Habe ich auch schon die Meldung bekommen. Dürfte dafür nicht allzu lang dauern. Und planmäßig. Also minus 2 braucht der so lang? Tatsache. Okay, so viel mit zu früh. Entschuldigung. Oh, der ist wirklich lange unterwegs. So, was los? Achso, Levo, uninteressant für uns. Ja, ich bin echt ein bisschen davon ausgegangen.
dass er da einfach zu früh geblockt hat. Tut mir leid. So, also 40er Stelle da hinten. Man hört sie schon. Weit dürfte nicht mehr weg sein. Jetzt mal schätzen, dass da hinten kurz vor der Kurve. Ja, wird schon mal schneller. Eigentlich ein bisschen entgegenlaufen. Haben wir gerade sonst nichts zu tun. Aha. Gut, genau. Da ist übrigens das andere Weichenpaar, was man gerade nur so vom Ansatz her sieht. Vor dem Übergang hier. Oi, hat sie ihm da gerade eine geschmissen, ne? Wir haben das gehört. Ja, man hört, wie sie gerade so runterfährt. So. Ah, sieht schon schön aus. Ich sehe langsam vor der Stelle hier. Also, man braucht keine Angst zu haben, dass sie hier zu schnell reinkommen. Sehr gut. Ein anderes Stellwerk. Zur Abfahrt. Sehr gut. Machen wir Durchfahrtsmeldung. Sogar minus 1. So, 3,5,10 nach Tomislö. Wo haben wir es denn? Tomislö ist abgeworfen. Da weiß ich gerade, dass es ein Deutscher ist da drin. Gut. Was war das jetzt? Das war M, ne? Ja. Sehr gut. Warte mal, Testobo ist das nächste. Wer ist denn Testobo da drin? Novo. Möchte ich zurücknehmen. Und hier genau das gleiche. Okay, schauen wir mal. Testobo. Testobo, wer ist denn Testobo? Ja, fragen kann ich mal. Testobo. Testobo SL. Ist das zu. Hä? Warum hat er das nicht kopiert? Was soll denn das? Ist das Testobo Free Ahead of Time? 4170211. Testobo, Testobo, Testobo.
So, dann hätten wir mal gefragt. Dann kommt um MPI, Durchfahrt, MOB, ja. Überschaubar. Und ein APM. Oh, was eine Seltenheit. Ein APM sogar. Da kommt schon die Antwort. No. Okay. Bist du so gut? Nein. So. Nächste Gefahrengutzug hier. Geht ja kuschelig hier in der Station. Aber nicht verbremsen hier, ne? Und vor allem nicht über Rot kracheln. Hab ich Papier stehen. Das dürfte ganz cool aussehen, wenn er da hier so runterfährt. So, und dieser Oli Pompa, der macht gerade Lisco, Lisco, Miasto und Testobo. Das ist sportlich. Ja, schon mal Daumen nach oben. Okay, Express ist weg. Was ist los? Ja, Belchowa, okay, nichts für uns. 18:16, eigentlich können wir Nero schon mal beenden. Das erste. Gefährlich, wie ich hier stehe. Außer sehe ich ihn wenigstens besser. Chemiefabrik hier. Ich würde eigentlich in die andere Richtung gucken. Der ist auch so runter da hinten. So ein 20er? Muss ja fast so sein. Ich könnte ja dann nochmal später bei Vievo nachgucken. Bei den Langsamfahrstellen. Hab's gerade in einem Top offen. Tatsächlich. Da hat's 20er, Lars. Wie der schwarze Nook. Kommen Sie rein in die gute Stube. Ach, zu 24. Dann habe ich erstmal wieder ein bisschen Pause. Heilige Tag des TBRs. Jetzt wieder, was los? Bellschuh. Achso, ja. Das hält mich immer noch nicht. Das ist meine Lieblingslokomotive. Wegen der Farbe. Ja, sogar mit Kühlwagen. Ja, war schön langsam reingefahren. Gleichen Wagen wie bei Novo. Ich glaube, da hinten hängt noch mal irgendwas anderes dran.
Nochmal ein Kühlwagen. Jo, ist nochmal so ein Kühlwagen. Gut, gut. Klingelt schon wieder. Jermin, FW. Das ist der MP. Ja, komm mal rein. Gut, gut. Da ist Ende. Haben wir auch einen Zuschluss dran? Ja. Perfekt. So, das wird ziemlich nicht mehr lang dauern, bis der hier rumgeht. Deko. Jeden Moment. Komm mal. Jetzt. So, da. Aufhören. So, ab ins andere Stellwerk. Gleiches Spiel und nochmal. Bei dem Kollegen müssen wir aufpassen. 2 Minuten tut er hier halten. Ernsthaft, Leute? Versuche hier ein Video zu machen. Von A auf die 1. Südle A auf die 1. Solche Chaoten. Yay! Hey. Aber ich würde sagen, da gibt es erstmal Fulu Dime. Oh, noch ein Thumbnail. Passt ja ganz gut. So, einmal. Ja, das Schild nervt. Mach mal das. So? Lieber so? Ab aufs Thumbnail. Oder so. Ich weiß noch nicht. Seht ihr dann auf YouTube, was ich dann für eins ausgesucht habe. Gut. Nero. Bei dir in die Öder neu. SWDR 20034. Ist was bei mir? Nö. Okay, 10, 110 ist nicht mehr da. Auch spannend. Ja, da sehe ich noch unschlüssig. Ah, ich denke mal, ich mache heute noch mal ein bisschen länger. Aber das werde ich jetzt nicht alles in der Episode begleiten. Hier, gib mir mal 10 Minuten. Geh auf. Oh, warte. Hin. 80er VMAX UN 1977. So wie ich Nero kenne, will er dann keinen allzu langen haben. Gut, dann machen wir mal Fahrplan. So, Nero, Tovarovi, TBR. Will nicht auf Nova warten. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Wer nicht will, der hat schon. Wo ist der jetzt? Jetzt ist der andere Zug echt verschwunden. Bitte nicht stehen lassen. Aber German hat einen Block noch drin. Okay.
Ja, 1010 ist gelöscht worden. Brauche ich MU? Wann brauche ich MU als nächstes? Einkommen 1844. Ja, wird schon merken, dann lasse ich es mal drin. Okay, dann nehmen wir hier wieder alles zurück. Manche Stellwerk. Da kann ich euch das auch nochmal zeigen, wie man sowas wieder zurücknimmt. Denn hier, Rechtsklick drauf. Geht nicht mehr. Macht jetzt Steuerung, Rechtsklick hier auf den unteren da. Oder was, Linksklick? Ja. Komm, Stift-Rechtsklick. Vorführeffekt. Ah, ich bin so doof. Ich mach's aufs Falsche. Muss natürlich A sein. Steuerung, Linksklick. So. Ich und meine Verplantheit manchmal. Gut, dann ist erstmal ruhig. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn Loro seine Ausfahrt hat. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Es ist 18.23 Uhr, bin sie gleich 24. 27 hat der Novo Abfahrt und wir machen jetzt hier schon mal seine Ausfahrt. Er steht auf Gleis 4, also E. E nach draußen wäre die 6, 8CD und RG1. 6. Moment mal. Dann machen wir hier wieder zurück. Weil eigentlich hätte ich das lassen können, ne? Nee. Er geht dran. Komm. Ist er zurück? Hallo. 8CD. Ach nee, Moment mal. RG1 habe ich ja gebraucht. Das wollte er ja haben. Signal I. Das passt. Dann wenn wir bei Testo SL mal klingeln. Testo. Wo ist es denn? Ja, bin ich jetzt doof? Also ja, bin ich manchmal. Sehr gut. Und es klingelt. Nimmt an. Ich habe vorher Station nicht schon mal geschaut. Nomo bei der nächste. Oh ja. Sehr gut. Dann einmal den da. Ausfahrt mit 20. Ah, 40. So. Südre. Fährt ab. Wir tun die Zeiten abstempeln. Einmal dort drauf. Minus 1. Testobo tun wir mal melden. Testobo. Die Arbeit. Arbeit erledigt. Ja, dann für die Fahrt. Und kommen Sie gut an. Und falls es eine in die Kommentare reinschreiben sollte, dass der vordere Panto jetzt hier oben ist, das ist so korrekt. Bei dem Gefahrengut zu. Da verlässt er uns und dann ist die Bude wieder leer. Ja, mal schauen, ob er pünktlich ankommt. Also zum Fahren hat er ja noch ein bisschen. Bis 21.52 Uhr. Ist doch 20 hier. Naja, stimmt ja. War ich gar nicht so falsch mit 20. Gut. Das Signal kann wieder zurück. Jetzt kommt mal schauen für Testobo. Ja. Hat er richtig gemeldet. Okay. Das war's. Dann prüfen wir mal kurz den Fahrplan.
Der nächste wäre, ja, der APM ist leider auch verschwunden. Dieser RPE für 1859. Ist also erstmal nichts los hier. Ich werde die Spawns wieder aufmachen. Ich weiß nicht, mache ich auch den Spawn hier mit auf? Ja, warum eigentlich nicht? Wobei, machen wir nur den. Ich will doch nicht so viel auf einmal haben. Und dann schauen wir weiter. Aber fürs Erste ist erstmal hier Ruhe angesagt. Also, für euch nochmal ein kleiner Schnitt. Und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Mittlerweile ist 18:58 Uhr. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Spawns waren offen bis jetzt. Ich mach's mal wieder zu. Es kommt nämlich gleich ein Zug rein. Nämlich der Yoshi wieder von Lisco Retour. Der hat seine Tour beendet. Ich hab schon gesehen, der hat ganz gut Verspätung gehabt. Fahrplan sieht so aus. Da zwei von BR, die hier enden. MPE und TME. Yoshi mit Verfrühung. Und dann noch ein paar Durchfahrten auf 22 Uhr. Habe ich erweitert. So, dann lassen wir Yoshi mal einfahren. Und ich würde sagen, den lassen wir auf Gleis 4. Ach nee. Ah doch, Gleis 4. Gleis 6 ist ja Spawn. Ja, Gleis 4. So, also P auf die 4, 24 CD und RG2. RG2 oder mal 24 CD. So, genau. Einmal so und einmal so. Und dann müsste das passen. Das sieht richtig aus. Der Kollege sieht auch richtig aus. Wunderbar. Da war meine Zeit, da haben die nicht gestimmt. Da wurde genau andersrum. Aber jetzt tut's. Gott sei Dank. Perfekt. Oh Gott, schau, die eine Weiche da. Bisschen standardmäßig. 24. Ja, die gehen standardmäßig da rein jeweils. Negativ nach unten. Okay. Gut. Sind wir erstmal arbeitslos und jetzt sind schon wieder Züge dazukommen. Also Yoshi, Marius, Domi, Milek, DJ Tomek, Kapsen. Mal schauen, wie viele dann wirklich hier ankommen. Weil das ist immer so, komm und geh mit den Fahrplänen. Also sei es, dass sie entgleist werden oder... Also entgleist werden, ne? Gleisen schon selber. Oder sonst irgendwas. Oder nicht mehr wollen. Ja, Yoshi kommt direkt zu mir. Gut, dann gibt's noch mal einen kleinen Cut, bis er da ist. Und bis gleich. Södele, da ist er ja. Mein Sehen. Hab schon gesehen, Verspätung hat er drin gehabt. Ja, es ist immer wieder spannend, als TWR rumzufahren. Gibt ja Fahrdienstleiter, die geben dann erstmal keine Einfahrt. Oder müssen die auch erstmal keine Einfahrt geben. Was heißt müssen, können die ja gar keine Einfahrt geben. Nur Elkis. die werden vermutlich teilweise TWR sowieso ignoriert haben. Naja. So, aber der Novo ist auch weg. Der hat seinen Fahrplan löschen lassen. So, mal. Schade. Der wäre noch lange nicht fertig gewesen. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich den MPE da, den 35243, spaßeshalber,
nicht auf das Gleis da reinschicke. Kann er da erstmal ein bisschen rumstehen und wenn er noch einen Fahrplan haben will, dann geht er mir nicht im Weg um. Und wir haben ein bisschen was anderes hier mal umgestellt. Da fährt er hier halt einmal so rein. Ich glaube, da spricht jetzt so grundsätzlich nichts dagegen. So, mein Junge, kommen Sie rein. Ist was noch geil wäre, wenn man den Chat-Sound von TD2 anpasst. Ah, Moment mal. Ich glaube, das geht sogar. Naja, Chat-Volume. Drehen wir mal ein bisschen runter. Da ist er. Diesmal ohne Gefahr. Oh ne, macht eine T-Pose da drin. Ah, ich habe gerade mit so einem Auge in Discord reingeguckt. Unser Novo ist wohl an der 60er in Tarkowice gleist. Ja, das ist natürlich gemein. Tja, passiert den Besten. Dabei war das so ein schöner Fahrplan. Hätte ja neues bauen können. Ja, Yoshi macht wieder die T-Bows. Hüdele. Wunderbar. Gehen wir mal in die Hütte rein. Sieht doch gut aus. Okay. Yoshi ist da mit minus 3. Perfekto. Ah, ich glaube, den mechanischen werde ich jetzt öfter machen. So langsam nach oben hin vorarbeiten. Bei den ganz großen habe ich noch ein bisschen Respekt, vor allem mit Manöver. Das ist, wenn es halt ein bisschen stressig wird und auch dann auch noch Manöver, dann ist das herausfordernd. Wunderbar. Gleich müsste es klingen machen. Na? Jetzt macht's klingen. Gut, hätten wir das. Eine Verriegelung weg und 24. Gut, gut. Ich gehe mal auf Event. Gut, ja dann haben wir erstmal Pause, also Yoshi wird jetzt hier gleich rausgehen, erstmal Daumen nach oben, ne? Und der nächste Zug, der kommt um 19:35 MPE, eben den werden wir mal anders leiten, und um 47, oh, da kommt aber auch ein Express. Macht nichts. Wir schicken den trotzdem aufs andere Gleis da, den hier. Und der bleibt dann auf dem Regelgleis stehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die dann nichts Neues haben wollen. Dann sind die zwei belegt. So einer von beiden wird dann garantiert gehen. Und der nächste von MO wäre erst um 20:23 Uhr. Also von daher
kein Stress. Oh, ich sehe gerade. Steht sogar die Gleisling. Bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Das ist praktisch. Gut, ja. Dann wünsche ich den schönen Feier. Ah ja, kommt her. Welche ist er da? Da ist er ja. Feier, Kümm den Spiele auf. Ja, gut. Und weg ist er. Gut, also, liebe Leute, gebt nochmal einen Katsch. Bis später. So, da bin ich wieder. Es ist mittlerweile 19.34 Uhr und es ging gerade schon wieder. Sorry. Ja, passt. Ich bin jetzt von zwei Seiten Züge. Und BR wird ein bisschen knackig, weil da kommt der MPE, der endet und dann um 19.47 Uhr der Express, der durchfährt. Okay, arbeiten. Ich möchte Pi auf die 3. Kann ich das machen? Ja. 26, 27, 28. Gut. So, 26. So, 27 und 28. Hätten wir das. Hier auf die 3. Passt. Gut. Dann hätten wir den dann von der anderen Seite. Und wir kontrollieren, dass der Express 5422. Der fährt ganz normal ein. Auf 1. 1 und 3. So, da auf die 1. Okay, das wären mal die beiden Züge, die hier enden. Und dann müssen wir schnell sein für den Express. Das wird aber echt eine enge Nummer. 41. 35243 plus 5 Minuten. Oh, der Express, glaube ich, wird eine ganz leichte Verspätung haben. Aber kriegen wir hin. Und dann um 21.03 Uhr ein RPE von der anderen Seite. Oft verschwinden. Gut, so viel mal zu dem. Ich glaube, wir sind erstmal set. Bahnübergang ist zu. Auf der anderen Seite. Ebenfalls zu. Okay. Ich sehe schon kommen, dass mich SPDR dann fragt bezüglich BR und den Express, aber kriegen wir hin. Der andere muss einfach nur schnell hier rein, aber es ist, glaube ich, so im Nachhinein eine gute Entscheidung gewesen, dass ich den hier da unten reinschicke, damit hier das Hauptgleis frei ist für den Express, dass da der einfach durchrauschen kann. Ja, und dann kommt DJ Tomic mit 6 Minuten. 2 Minuten und noch ein BT. Vermutlich nicht machen müssen. APM ist wieder verschwunden. Ja, jetzt kommen langsam die Fahrpläne. Also bis 22 Uhr habe ich drin. Länger mache ich nicht. Okay, gut. Ich würde sagen, gibt für euch nochmal einen Cut. Je nachdem, welcher Zug als erstes da ist. Und dann schauen wir weiter. Bis gleich. So, es ist soweit. Der eine ist da. Sagen wir eben mal Hallo. Einmal wieder. Das ist also der, was jetzt gerade den Express blockiert. Der muss Gas geben. Und der andere Express müsste eigentlich auch jeden Moment auftauchen. Ja, wobei, planmäßig 47 dann hier drin. Also, Bahnhof. Er sollte eigentlich in einer Minute am Bahnhof sein. Das ist der Express. Siddala. Einmal Level 5, einmal Level 8. Gut.
Interessanter für mich ist der Zug da hinten. Wahnsinn, jetzt bin ich schon so lang hier drin. Und das ist erst der 9. Zug. Aber es sind auch echt viele Fahrpläne gelöscht worden heute. Keine Ahnung, was da heute los ist, aber normalerweise werden schon mehr. Braucht jemand ein Stück Kohle? Nur mal so random hier. So, komm, fahr wieder Signal. Andere Express kommt von Tarkowitz. Ach, das ist der Pole mit Zug. Das ist ein relativ neu auf unserem Discord. Kurz überprüfen. Ja. Langsam runterbremsen. Schauen wir mal ins andere Stellwerk. Noch nicht in Sicht, aber Bahnübergang ist schon mal fleißig am Abgehen. Ja, und auch er geht wieder runter. Es hat schon seinen Vorteil, wenn man da langsam Fahrstellen hat. Aber wenn es gerade ein bisschen zeitlich drängt, ist es ein bisschen nervig. Nicht in Sicht. Ja, ist er das da hinten? Ich glaube ja. Mal kurz gucken. Ja, da ist er. Sehr gut. Ich eigentlich für beide Fahrplan schon mal abstempeln. Mal Junge, ja, jetzt musst du mal ein bisschen Gas geben. So, ist bei der Einfahrt. Express ist noch nicht da. Erster Block wird aufgelöst. Sehr gut. Signal zurücknehmen. So, BR ist frei. Gut. Nur noch der Express. Schön, wenn die Sachen mal laufen. Was aber nicht hier, ne? Nee. Anderer Stellwerk ist nur so laut, als wäre es hier. So, ja, kurz vor dem Ziel. König! Mach das nochmal end. Kannst du raus? Weber Express, Pole mit Zug, was läuft? Nicht, nee, abstempeln will ich gar nicht. Immer noch mal rumstehen. Wart nochmal ab. Gut, eine Gleisbelegung weniger. Der Scheinwerfer?
Das, ich gehe mal ganz schnell in dieses Sternwerk. Ach, weißt was? Mach ich gleich, ich will die Einfahrt hier sehen. Es klingt so nah und es ist nicht so nah. Kommen Sie rein in die gute Stube. Das war der Block von Psari, der Tschüss sagt. Sogar mit zwei Leuten vorne drin. Sehr gut. Und auch einmal hier. Haben sie gut gemacht. Südele. Achso, ja, haben ja schon abgestempelt. Regelung gut. Das lasse ich mal noch auf gerade. So hat Standardeinstellung. Aber dich nehme ich jetzt wieder retour. So, einmal so. Perfekt. Ja, und gut angehalten. Passt doch. Ah, damit vergessen. Jetzt aber nicht. Ja, unser Express, der kriegt gerade Verspätung. Hat schon plus 10 Minuten. Der fährt aus Tarkovice gerade irgendwie nicht weg. Aus irgendwelchen Gründen. Gut, der nächste kommt von MO 21:09. Das ist effektiv in einer Stunde. Ja, ich hoffe, da kommt ein bisschen was rein. MP, was ist mit dir los? Aha. Was heißt das? Einmal übersetzen. Train with supporters. Aha. Weiß noch nicht, was ich mit der Info anfangen soll. Aber okay, das war's dann erstmal. Gut, liebe Leute, für euch gibt es nochmal einen Cut. Bis zum nächsten Event. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, mittlerweile ist dunkel und wir haben einen Zug bei uns. Einen prominenten Google. Witter, analyze when ready. Sieht sehr nach Express aus. Ja, und ich hatte recht. Werden Express, der fährt auf BR aus. Na, schauen wir mal. Google Express 160. Mein Gott. You can push back to platform. Ready. So, zum Fahrplan. Express. Ja, der schaut. Ja, was haben wir hier? 2022. So, brauchen wir irgendwas mit 22 Uhr. Lapnov. Ach du Scheiße. Und Niki schon mal nicht. Andokoyaski. Sieht's denn da aus? Dann und Niki. Ist auch scheiße. Sorry, wir nehmen dich jetzt hier mal raus. Niki Alexander Koyaski einmal durchziehen.
Es geht. Also dies zur Wüste. Warum nicht? Ochboko. Gut. Charmin. Ohne Limit. Hau mal rein. Rokobice. Komm mal auch rein. Und was noch? Die gute Kaboska als Abschluss. Gut. Das war das. Abfahrt um 23. Wenig Minuten. Ist okay. Ist okay. Gut, dann kümmern wir uns schon mal um die Ausfahrt. Dürfte eh nur eins sein. 26 von N. Also von N 26, ja. Habe ich recht gehabt. Sehr gut. Einmal N. Jetzt wird er was los. Was kann der Polnok? Interessiert uns nicht. 23, wir haben es 19. Dann kann man bei Leko KS mal anfragen. Leko KS. Einmal klingeln. Das ging schnell. Okay. Ja, dann. Wir wären soweit ready. Sag mal, täuscht es oder ist das linke Licht? Also von unserer Sicht ist das linke schwächer als das rechte. Ja, gut. Weiß Level 12. Wer sollte eigentlich wissen, wie es läuft? Das 20, 3 Minuten hat er noch. Wir fahren nicht verfrüht ab. Ansonsten immer noch tote Hose, ne, im Fahrplan. Der nächste hat um 7.40 Uhr. Ja, und dann 21 Uhr ist auch nicht sehr viel los. LTE mit minus 16. Aha. TME. Ach, der rote Barbare kommt auch noch vorbei. Alle sind sie da und verewigt werden im Video. Ich weiß sogar gar nicht, wie viel Content ich jetzt schon aufgenommen habe. Aber ich vermute mal, das FDL-Video wird über eine Stunde gehen. Warum auch nicht, ne? Lebt ein bisschen was nebenbei. Teilweise. Wie chaotisch ich bin. Okay. Ich würde sagen, für euch gibt es nochmal einen kleinen Zeitsprung, wenn seine Abfahrt bereit ist oder irgendwas anderes Spannendes passiert. Also, dranbleiben. Bis gleich. So, dann, unser Kollege ist am Abfahren. Es passt. Das heißt, Abfahrt melden. Nach Leko. So. Leko, Leko, Leko. Einmal so. Und die Parrot. Klingelt jemand? Klingelt da? Ja, wollte Gott schon sagen. So, Ausfahrt beobachten. Kollege. So. Es war der, was ist los? Alles gut. Junge, die sind zu schnell. Das ist eine langsame Szenerie hier. Ist die LAN nur auf einer Seite? Ja, muss fast so sein. Ja, auf der Einfahrtsseite. Aber eigentlich, ne? Wir haben ja Zeit. Ich nehme das hier mal wieder zurück. Ja, Signal zu. Erstbahn kann wieder auf. Dann machen wir zu. 26.
nachdem ich jetzt nicht einfach mit der Lok rumfahren kann, werde ich jetzt einfach mal zu Fuß nach da vorne gehen. Und dann schauen wir uns das mit der Langsamfahrstelle da vorne an. Aber ich erspare euch das Hingehe da nach da vorne hin. Also, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt bin ich doch ein ganz gutes Stück gelaufen. Also da hinter der Kurve ist dann irgendwann der Stellberg. Ankündigung auf 50. Hier haben wir die Lahm mit 50 auf diesen Bahnübergang. Wo der andere jetzt irgendwie ein bisschen schneller drüber gefahren ist. Und da hinten meine ich, ich sehe schon diesen Nächste. Was machen die Typen da eigentlich? Ist das der Trainspot oder wie? Ja. Okay, nice. Aber ich muss mal als normale Zugfahrt hier durchfahren. Stehen sogar die Autos hier unten. Okay. Mattes Easter Egg. Aber da hinten müsste das nächste sein. Aber das ist noch so weit weg. Okay. Für euch gibt es erstmal einen kleinen Zeitsprung. So, da, ein bisschen weiter vorne. Das sind einfach nur die Schilder von hinten. Die Ankündigung für 50. Entweder ist weiter hinten oder ich weiß nicht, warum die da auf 20 runter sind. Einfach vielleicht zu stark gebremst. So, das 20er ist weiter hinten. Ich weiß es so gerade wirklich nicht. Wir könnten mal kurz gucken, wenn ich irgendwo eine Kilometertafel finde. Ja, genau, da ist er 50. Wir haben hier Kilometer 49,3. Dann schaue ich doch jetzt mal ganz kurz in die Doku von Vejevo rein, wo die 20 vorkommen. Also, bis gleich. So, die Doku habe ich. Also von Seite... Oh, Jermin. Okay, das eben nicht. Also von Seite BR ist bei Kilometer 48,503 bis 48,516 50 km/h und bei Kilometer 45 832 ist 20. Und dann auch noch bei 45,6 auf 45,7 und auf 45,6 und 45,63 ist 50. Und dann nochmal zweimal 80er. Also da ist gerade. Also hier ist gerade 20er. Okay, dann sind die da einfach nur stark runterbremst. 20er, wenn das jetzt hier runtergeht, was haben wir hier? 49,2 49,1. Okay. Ja, also die 20er sind in der Station selber. Hier müssen es einfach auf 50 runter auf der Seite. Okay. Müssen wir das? Wo war das, glaube ich, für Bremsen? Ohne Gewehr. Aber so sieht es zumindest in TD2-Doku aus. Müsste ich mal selber durchfahren. Also alle Angaben ohne Gewehr mit meiner Verplantheit. Was ist hier 20? Da hinten. Was haben wir eigentlich hier für eine Kilometerzahl? Müsste irgendwo... Ach da. 45,7. Das kommt hin zu der Doku. Bei der Stelle da. Wissen wir Bescheid. Okay, wir haben sie jetzt. 2032. 2047 kommt der rote Barbari seitens MÖ mit dem ROE mit einer EP07 und dann etwas später der DJ Tomic und da etwas davor der MPE mit dem ARM, K123. Bleiben hier kurz stehen. Das heißt, es wird hier gleich mal ein bisschen kuschelig werden. Und bis dahin sehen wir uns gleich wieder. Ja, so schnell geht's. Wir müssen schon wieder arbeiten. Denn der rote Barbare kommt von MO rein und endet hier. Also gehen wir mal rein in unsere Station. Spawn mache ich gerade schon mal zu. Spawn wäre genau da, wo ich ihn reinschicken will. Das wäre einfach nochmal 5 Minus auf jeden Fall. Zu 3, 5 Minus. Also 5 einfach mal ziehen. 1 und 4. So. Nicht, aber die 5. Und einmal die Sperre. Dann hätten wir das. So, einmal da rein. Einfahrt.
Und A2. Tja, und jetzt mal Preisfrage an alle, die bis jetzt noch zugucken. Was ist der Unterschied zwischen A1 und A2? Warum gibt es das zweimal? Ist eigentlich recht einfach, aber ich dachte, ich frage es mal. Bin mal gespannt auf die Kommentare. Gibt es auch bei den anderen Signalen, also nicht bei jedem, aber auch bei den anderen. Zum Beispiel F und E haben das auch schon mal. Sag ich mal, wo die sind. E und F. Aber wenn man sich das mal ein bisschen genau anschaut, dann kann man sich vielleicht denken, warum dann A einmal mit 1 und 2 da ist. Gut, ja, soweit nichts zu tun. 47 Einfahrt, die anderen werden wir nicht mehr sehen. Zumindest also nicht zeitgleich, außer der Barbari will weiterfahren. Weil die anderen Züge kommen um 3 nach, 7 nach und dann um 19. Da ist ein bisschen ausgedünnt. Und unser TME, der sammelt Verspätung. Was macht der? Will ich oder Klone? Steht er momentan? Ach du Heilige. Plus dann ankommen, darf nicht weiterfahren. In der gleichen Station. Oje. Oh, yeah. Ich würde mal sagen, diese Verspätung wird noch ausgebaut. So, minus 17 bei ihm da. Ah, wir fahren Doppel-EP09. Ja, das kann man auch machen. Ja. Mal schauen, wenn es dann soweit ist. Gut, dann würde ich sagen, kleiner Zeitsprung, bis der Barbare da ist. Das hat jetzt wirklich nicht lange gedauert und schon ist er da. Schönen guten Abend. Und hallo YouTube. Ach ja, gut. Ich habe es auf Discord ja gesagt, dass ich hier gerade eine Aufnahme mache. Kannst du mir jetzt nur empfehlen, kommt auf unseren Discord-Server. www.babualein.com/Discord. Da helfen wir auch natürlich den Anfängern. Da findet auch das Fahrtag-Event statt, wo ihr als Anfänger natürlich ein bisschen trainieren könnt. Also, kommt gerne rein. Kostet nichts. Wie sieht's denn aus? Neu oder Feierabend mal hier. Ah, oh, jetzt schon mal ab. Also, bevor ihr Ola als erstes Stellwerk macht, würde ich sagen, das hier. Oder eingleisig, eins von beiden, aber sie ist verhältnismäßig ruhig. Ich glaube, das ist ein gutes Vortraining für Ola. Ola hat mal gut Verkehr, aber da bin ich nicht so Fan davon, weil das ist meistens eh nur Durchstellen. Aber wenn dann erstmal Gridlock ist, dann hast du in Wohle einfach nicht sehr viel Spielraum. Neu zurück nach Kovalevo. Das kann man machen. Wenn man aber direkt dahin will. Fährt er? Ach, shit. EP07. Na gut, ich kann ja schummeln. Ich lasse ihn einfach in die andere Richtung weiterfahren. Kövalevo. Das regionale. Aber jetzt was, wir warten, bis er da ist. Ach, diese Release, ne? Vor allem spaßig, wenn die dann mehrfach abgehen. Gut. Einmal raus hier.
und dann warten wir mal, bis er wieder da ist. Da habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken. So, und der Babari wird die 349 Kilometer schaffen. Ich wollte gerade den Fahrplan schon machen für ihn. Aber als Personenzug kann er in Kovalevo nicht enden. Kann man gleich mal sagen. So, Bobby. Kann ich dich nicht in Kuba. Was ein Leerzug als Alternative. Schauen wir mal. Das machen wir wieder rückgängig. Gut. Leerzug geht auch. 20,52. Mal rausschicken. So, Slutz, Bobby. Die gleiche Geschichte nochmal auf der anderen Seite. Gut. War ja nur 26. So, 26, komm mal runter. Was warst du? M, ne? Ne, N. N26, Kovalevo SA 4350. Kovalevo, wo bist denn du? SA, verbinden, klingeln. Und angenommen. Ja, sehr gut. Mensch, das flutscht ja heute. Södele und N. Das war ein kurzer Stopp. Fliegender Wechsel. Wie hast du dir denn das? Schauen wir mal, währenddessen machen wir schnell die Abfahrtsmeldung. Minus 3, Nummer kopieren. Kovalevo, wer sitzt denn da drin? Kovalevo. Ach, der Greco. Ist abgefahren. Sehr gut. So musste es. Ich bin doch noch auf meine Züge heute. Weil das Projekt läuft länger als ich dachte. Spannend wird es jetzt mit DJ Tomek und... Oh, holy shit. Hat schon plus 15 Minuten. Der wird dann auf den Express warten müssen. Also auch schon plus 8. Und dann kommt auch noch ein TME. Ah, oh, Mann. Gute Fahrt, Kollege. Machen Sie es gut. Einmal Signal Retour. Gut, dann würde ich sagen, werde ich noch mit dem Babari ein bisschen quatschen, wie es aussieht mit seinem Rekordversuch. Und wenn es dann hier wieder kuscheliger wird, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Dalle, wir haben zwei Einfahrten. Na, DJ Tomek ist jetzt gerade da. So. Nö. Und auf der anderen Seite kommt auch ein Zug. Der DJ Tomek hat momentan eine... Ja, keine Verspätung. Schaut eigentlich ganz gut aus. Fährt noch bis Zützner TY weiter. Um 21.09 Uhr. Das wäre das. Er fährt gerade ein. Von M nach BR. M nach BR. Ach, gar nichts. Okay. Bis Zützner TY. Könnte man eigentlich schon mal klingeln. Bis Zützner. Jetzt, was habe ich jetzt gesagt? TY. Bis Zützner TY. So.
Einmal rein da und verbinden. Und das hat funktioniert. M. Gut, wäre schon mal scharf. Ich würde sagen, wenn dann der Tomek da ist und auch der andere Zug, ist dann erstmal gut für die Folge auf YouTube. Ich habe doch ein paar Züge, wie ihr seht. Aber ich glaube, die mache ich dann für mich. Wird dann eh noch ein bisschen crazy mit den ganzen Verspätungen. Also minus 24, plus 22, das wird immer wilder. Aber jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen auf Vievo. Ich mag die Station. Ich glaube, die werde ich für mich noch öfter machen. So, wir gehen auf das Stellwerk zurück. Und schauen uns da nochmal an, mit was der DJ Tomek da auftaucht. So, da taucht er auch auf. Schön langsam. Mit einer braunen Lokse, wie es aussieht. Ist noch on time. Abfahrt 9 nach. Wann ist der los? 18:46. Okay. Ja, kreativer Verband, aber gefällt mir. Willkommen. Jo. Sidre. Einmal retour hier. Dann warten wir, bis Klonk gemacht hat. Ja, wobei, nee, ich lasse es. Södere. Ausfahrt hat er keine, wegen dem EH. 7 nach, 2 Minuten hat er noch. Und SWDR ist am Durchdrehen. Jetzt bei den ganzen Verspätungen. Und der warte mal, Finn ist jetzt da? Und BR? Interessant. Habe ich jetzt nicht erwartet. So, Tomek, gehen wir mal die Ausfahrt auf M. Habe ich drin? Ne, Moment mal. MMM. Und SWD meldet sich. Source is on MO went to your thing without a blockade. Wow. Da kommt von MO etwas ohne Blockade. Was? Ach, der 5 kommt von MO. Wow. Wow. Auf die 3. Nee, nicht auf die 3. Warte mal, der Finn soll erst um 18 los. Doch, ich schicke ihn auf die 3. Oder auf die 1? Ah, eher auf die 1. So. Das ist geil, dass da was ohne Blockade kommt. So, DJ Tomek ist am Abfahren. Abfahrtsmeldung nach bis Zützenia. Got it.
Let the gay bot will handle it. So, wir schauen mal aus. Ist er weg? Ist weg. Nehmen wir zurück. So, Gegner A. Ja, zum Schluss noch mal ein bisschen Action. Ach was, oh Mann. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, jetzt mache ich Schluss. Ich mache jetzt mal ein bisschen Chaos-Management hier mit Zügen, die nicht angemeldet sind. Oh Mann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von TD2. Mal schauen, was das sein wird. Vielleicht mal eine größere mechanische Station. Bis dahin wünsche ich was. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.